Man wird sich daran erinnern. Ich hoffe doch nicht. Ich war sehr, sehr heimelig. Aber ich bin ja auch Tane, ne? Was will man mir schon antun? 2 Uhr morgens. Gehe ich jetzt noch pennen? Ich glaube nicht. Ich habe mich natürlich jetzt mal nass gemacht. Da sollte ich mich erstmal wieder aufwärmen. Da werden wir hinzugefügt. Aber sonst passiert gerade nichts. Ich sehe schon. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Immer mal so ein genereller Krankheitsheiler kann ja nicht schaden, weißt du? Der Tempel von Kynaras. Ich glaube, da kann man nicht mehr so viel klauen. Das sind ja nur irgendwelche Clowns. Verstehst du? Heimkirs Haus, Novize. Das ist natürlich toll, dass man hinter mir mit einer Fackel herrennt. Heimkir ist, soweit ich mich erinnere, dieser komische Prediger. Ich bin gespannt, ob er schläft. Waren wir hier drin schon mal? Ich glaube ja, ne? Okay, hier ist kein Gold. Die Truhe ist auch leer, okay. Der hat einfach nichts. Außer Schädel. Und die stehlen ist nun irgendwie leicht sinnlos, glaube ich. Öffne Weißlauf. Röhrenwache. Einfach ein bisschen rumkommandieren, da verdächtigt einen keiner. Mit genug Autorität geht alles. Ein Vampirdiener? Mit einem schwebenden Bogen. Okay, braune Fellkapuze nehme ich gerne. Eisenpfeile sowieso. Das Eisentanto, ja. Fellarmschienen auch. Fellrüstung, Bogen, Fellstiefel. Mir ist rundum warm. Kaum ziehe ich diese Frau aus, ist mir rundum warm. Woran liegt das bitte? Ich werde sie mal zu dem anderen Typen da unten schmeißen. Eigentlich ein bisschen schade um die Dame, dass sie sich natürlich den Vampiren anschließen müsste. Aber, naja, So lässt man Sachen fallen, aber... Ein Ascherhaufen, hier lag also ein Vampir. Leider ist er leer. Verdammt, ich habe das beste Zeug verpasst, wie mir scheint. Hier ist übrigens ein Gitter, das sieht man nur nicht. Das ist halt beim verbesserten Weißlauf so. Das Coole ist, wenn man außerhalb der Stadt ist, dann sieht man auch diesen Kanal, wo der hinführt. Mir ist rundum warm. Ich stehe auch mitten an der Schmiede. So, leeres Taschenbuch. Haben wir eigentlich genug? Verbesserte Rüstung, Baumaterial, bla 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 bla. Kaiserlich beschlagen. Ja, das Ding ist, genau, eine spielbare Laute will ich jetzt mal herstellen. 2 Papierrollen, eine Laute. Ich glaube, man braucht von jedem nur 1. Genau. Jetzt habe ich eine spielbare Laute. Jetzt brauche ich nur noch Lieder, die ich mit der spielbaren Laute spielen kann. Aber wo ist denn die? Ist die jetzt hier unter... Genau. Cool. Was ist das hier? Schmiedekunst verbessert auf 24. Das liegt hier einfach so rum, ja. So nehme ich es mal mit. Lesen können wir, wie gesagt, später. Wenn wir uns mal zum Lesen herablassen. Hallo Hühnchen. Setz dich ruhig hin, ich tu dir nichts. Ich gucke jetzt mal, was ich mit dem ganzen Zeug machen kann, das ich geklaut habe. Nämlich, eigentlich kann ich hier, glaube ich, irgendwie... Leeres Taschenbuch. Kann ich das lesen? Du kannst Lieder eintragen, wenn du Lieder von Himmelsrand benutzt. Ja, und zwar hätte ich gerne... Drachenblut. Leeres Taschenbuch entfernt. Weiter. Ich hätte gerne... Zeitalter der Aggression? Ich glaube, alternativ. Ich glaube, ich habe da immer die alternativen Dinger genommen. Ja, komm, hier müsste doch jetzt gleich wieder das Zeugs kommen, nicht?
Leeres Taschenbuch. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Dann versuchen wir doch das hier mal. Zeitalter der Aggression. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit und so weiter. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Sturmmäntel AD und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beben, den Frevel zahlt Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang, und kommt unser End, führt nach Sovngarde der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben, wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Der Königsmörder soll zittern und beben, den Frevel zahlt Ulfric mit seinem Leben. Redekunst verbessert auf 26. Siehst du mal, so einfach geht das. Du musst dich nur irgendwo hinstellen und... Ja, es klatscht gar keiner. Mir fliegt kein Geld zu. Ey, so kann ich Geld verdienen. Ich kann mich als Barde hinstellen und Geld verdienen. Das ist doch mal eine Idee. Aber erstmal würde ich gerne mal wissen, warum ich drei Schwerter gerade trage. Das. Danke. Besser so. Und ich glaube, die Weapon Sling, die hat sich auch aus irgendeinem Grund abgeschaltet. Mal gucken, wo ist denn die? Hier unten irgendwo. Ich muss echt mal wieder ein bisschen Zeug loswerden bei Beletor, oder? Weapon Sling. Das ist natürlich die Frage, hat sich dafür irgendwas anderes... Kleiner dunkler Beutel links. Weapon Sling ist noch da. Das ist immer so ein Problem bei diesen Dingern. Die deaktivieren sich gerne mal. So, das wollte ich eigentlich auch jetzt tragen. Hallo. 4 Uhr morgens. Machen wir noch irgendwas, Leute? Oder eher nicht so? Genau, erstmal speichern. Erstmal speichern ist immer eine gute Sache. Und dann die alten Nordpfeile wieder ausrüsten, weil die stylischer sind. Ach ja, so könnte eigentlich... Ja doch, so können die Tage in Zukunft erst mal verlaufen. Ein bisschen von einem Riesen verprügeln lassen. Nebenbei den Riesen töten, sein ganzes Zeugs einnehmen. Danach die Drachenfeste einfach mal beklauen. Sich daraus dann eine coole Laute basteln, mit der man Lieder singen kann und Geld verdient, während man endlich seine Schwarzlederausrüstung fertiggestellt hat. Heute ist eine Menge passiert im Vergleich zu sonst, oder? Da siehst du, langsam nimmt es Schwung auf, glaube ich. Auch wenn die drei Dödel da sich immer wieder wie Inkompetente irgendwas anstellen und einfach nicht draufgehen wollen, selbst wenn man sie in den sicheren Tod schickt. Da liegt ein Bier rum. Ich glaube, wenn ich das nehme, dann gilt es als Diebstahl. Aber ich kann es ja mal ausprobieren. Nö, ich kann es einfach nehmen. Umso besser. Gut, weißt du was? Ich bin jetzt lebensmüde. Ich traue mich doch hier rein und will einfach mal gucken, ob ich da Geld verdienen kann. Nur versingen wir so lange, bis wir genug Handelsgeschick haben. Das ist doch mal ein Plan. Ist überhaupt noch jemand wach hier? Hallo, Leute? Mir gefällt diese Art. Werft einen Blick darauf. Du schläfst aber auch nie, werte Hulda, oder? Bitte was? Achso, das ist dein Altowein, ich dachte schon. Apfelkuchen. Kann ich dir irgendwas andrehen? Lauch vielleicht, ja. Mammutkäseschale. Nur 4. Ich dachte echt, wenn ich mein Leben riskiere, bringt das mehr als nur 4. Riesenfleisch? Auch nur 3. Schlammkrabbenbeine. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Ja, ich sehe schon, wir kommen nicht so gut zusammen. Ist überhaupt irgendwer da? Noch nicht mal dieser dämliche Sven, oder? Na dann. Unsere Chance, irgendwas zu machen. Noch hört uns keiner, noch können wir uns nicht blamieren. Und zwar würde ich gerne... Das Drachenblut naht, ja. Was ist das hier eigentlich? Ein gestohlenes Objekt, oder wie?
Ich sehe noch nicht ganz durch. Ein Held nach Kriegeherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Weh euch, das Drachenblut naht. Zum Licht ward das Dunkel, es lebt die Legende. Fürwahr, das Drachenblut ist da. Was soll das werden, eine Battle? Na, dir zeig ich's, du Alter. Eingebildeter. Laudo spielen kann ich auch. Battle! Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Sturmmäntel AD und alles, was stört, wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beben, den Frevel zahlt Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang und kommt unser End, führt nach Sovngarde der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwerten vertreiben. Der Königsmörder soll zittern und beben, den Frevel zahlt Ulfric mit seinem Leben. Wieder klatscht niemand. Ich muss offenbar noch wirklich besser werden. Der Typ lässt sich auch nicht beeindrucken. Da hat irgendwer gerufen? Ja, warte, du komischer Spaten. Einst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt Stamm. Ich muss mich gerade wirklich zusammenreißen, um nicht vollends auf die Fresse zu gehen. Das Problem ist nur, er ist halt nicht so wie Nasim. Für ihn habe ich keine Mod. Doch still ward der Rote kein Wort mehr sagt, als Schild bald der Herz zu ihm sprach. Ach so, so rum. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Das Schädel rollt auf dem Boden umher. Seine Taten erbrüstet sich nimmer mehr. Buh, der hat nichts drauf, der Typ. Ist ja auch, also Flöte spielt er jetzt auch noch die Pfeife, ja? Wie viel Gold haben wir mittlerweile? 2223. Na, sieh einer, guck. Apropos guck, ich guck mal, was wir kochen können. Der war mies, ich weiß. Essen, abgekochtes Wasser, ja, würde ich gerne machen. Wow, ich kann offenbar gar nichts kochen mit dem Scheiß, den ich dabei habe. Also kann ich das auch alles getrost roh verkaufen. Was? Ja, Feuerresistenz bzw. Frostresistenz muss jetzt nicht sein. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Schon wieder. Der kann doch nur zwei Lieder. Gut, ich muss mich melden, ich kann auch nur zwei Lieder, aber... Man wird sich daran erinnern, richtig. Ja, dann, Lieder von Himmelsrand, vielleicht, ich lasse das mal kurz durchblättern, in der Hoffnung, dass es in alle Lieder registriert, die da drin sind, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich kann, glaube ich, auch irgendwo die Lieder einzeln finden, aber es war jetzt echt ein guter Zufall, dass wir die alle gefunden haben.
Frage ist nur, warum die Bücher jetzt auf einmal nicht mehr funktionieren. Wahrscheinlich, weil es geklaute Bücher sind oder so. Kopfgeld. Was steht denn da drin? Ach so, genau. Okay, das hier ist geklaut. Da ist eine Hand hinter. Was sind diese gelben Dinger? Ach so, die habe ich schon gelesen. Das ist das. Die habe ich schon gelesen, die Bücher. Das ist der Unterschied. Großreden schwang er die Klinge gezückt, er prahlte von Kämpfen und Beute. So, jetzt drück mir mal die Daumen, dass wir rauskommen, weil er hat eben gespeichert. Ich mache mir da wenig Sorgen gerade, wenn doch, dann halt, naja. Muss ich wieder den ganzen Rechner abschießen. Sieht auch danach aus, glaube ich.